Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Club, eurem unabhängigen und überparteilichen Whisky-Kanal. Hier auf dem grünen Sofa heute mal. Ja, wir wechseln uns ab und aber wieder mit der zauberhaften Manuela. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie wieder mit dabei ist und nochmal Spaß hatte, ein Video zu drehen, oder? Natürlich. Genau, und ja, wer unser letztes Video gesehen hat, der wird wissen, dass wir da den Artback Corey Reckon getestet haben, der dein persönlicher Favorit ist. Moment. Der absolute Favorit ist, und wir haben gedacht, heute bleiben wir mal bei Artback und stellen euch eine Abfüllung vor. Die ist noch gar nicht so lange im Standardsortiment von Artback gibt. 2018, glaube ich. 2018 ist der in die, wie sagt man, Core Range, ne? In die Standard, Standardauswahl mit aufgenommen worden. Und warte mal, was haben wir nochmal bei Artback? Wir haben den 10er, der standardmäßig dabei ist. Der Corey. Der Corey und der Ugedal. Genau. Und jetzt seit 2018 den Anoa. Ganz kurz, hier war eine Fliege. Ganz kurz, Artback, eine der großen, bedeutenden, wichtigen Destillerien von der Insel Isla, die bekannt ist für ihre rauchigen Whiskys. Mhm. Ich glaube 1815 gegründet, die Destillerie, und keine ganz kleine Destillerie. Ich habe mich mal schlau gemacht und nachgelesen, sie haben 2,4 Millionen Liter im Jahr, die sie so abfüllen. Okay. Damit gehören sie schon zu den größeren und wie gesagt, eine relativ kleine Core Range, und Artback ist bekannt für seine Sonderabfüllungen, die immer wieder limitiert auf den Markt kommen und dann Höchstpreise erzielen. Aber wir kümmern uns heute mal um die Core Range und stellen euch den Anoa vor. Sag mal, komischer Name, oder? Das ist bestimmt Gälisch. Weißt du, was das ist? Anoa? Nee. Anoa ist, es ist irgendwie so eine Meeresbucht, glaube ich. Eine Meeresbucht, die heißt auch, glaube ich, Oa, Mal auf Oa oder irgendwie so. Und da gibt es scheinbar irgendwelche Felsklippen, sowas Besonderes. Schroffe Klippen, die aber abgerundet sind. Oder irgendwie so, habe ich gelesen. Ja. Und das soll die Besonderheit dieses Whiskys darstellen. Ich halte euch mal die Flasche hier in die Kamera, dass ihr sie besser sehen könnt. Typisches Artback-Design, grüne Flasche, die Form ist ganz klassisch und auch die Werte, die darauf zu lesen sind, sind klassisch. Er ist mit 46,6 abgefüllt und ich glaube, warte mal, Artback macht normalerweise ja immer 46 oder sowas, ne? Der Corey hatte 57,1, glaube ich. Stimmt, der, ja, war genau. So, der war so kurz unter Fassstärke, genau. Mhm. 100 Imperial Proof hatte der irgendwie so, aber das ist nicht ganz Fassstärke. Aber ich glaube, auch der 10er hat 46. Das kommt, glaube ich, hin, ja. Ganz ist, genau weiß ich es nicht, aber... Die sind also standardmäßig schon mit einer etwas höheren Prozentzahl abgefüllt worden. Und der hat, wie gesagt, jetzt 46,6. Warum diese Zahl, ich weiß es nicht. Aber was ganz typisch ist, man kann es, glaube ich, irgendwo lesen. Artback filtert nicht, also keine Kältefiltration und keine Färbung. Mhm. Zumindest non-chill filtert, genau, da kann man es lesen. Mhm. Nicht kühl gefiltert und, soweit ich weiß, auch einfach nicht gefärbt. Ich glaube, der Corey ist schon der stärkste, ne? Ich weiß gar nicht aus dem Kopf heraus, wie viel der Ugedal hat. Der hat meines Wissens, glaube ich, auch ein paar Umdrehungen mehr, aber nicht ganz so viele. Ich glaube, der Corey ist schon der stärkste. Obwohl, korrigiert uns, wenn das nicht stimmen sollte. Ich habe es nicht im Kopf, welches der stärkste ist. Aber... Klar, der Corey mit 57, der war schon eine Granate. Der war schon eine Granate. Also da habe ich schon kurz überlegt, ob ich verdünnen muss. Aber der muss nicht unbedingt, oder? Nein, ich fand auch, der hatte eine tolle Trinkstärke. Mhm. Aber man muss natürlich vorsichtig sein. Ne? 57% Alkohol ist schon gewaltig. Also ich denke mal, der hat mit 46 eine ziemlich optimale Trinkstärke. Den wird man jetzt ohne Probleme so probieren können. Und ihr seht schon... da ist schon ein bisschen was raus aus der Flasche. Schon einmal probiert. Schon einmal probiert oder zweimal. Oder drei. Genau. Und wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas zu Artback erwähnen. Genau. Ist nicht mehr unabhängig. Die Destillerie, nicht mehr in Familienbesitz, sondern gehört zu... was ist das? Moët Chandon... Moët Hennessy. Genau. Und... also einen großen Spirituosenkonzern gehört das Ding jetzt, und
Ja, gut, was immer das heißen mag. Ich finde eigentlich so die familiengeführten kleineren Destillerien fast ein bisschen interessanter. Die sind nicht so ganz, sag mal, marketinggetrieben wie die großen. Aber was nicht heißen soll, dass man nicht aus den großen Destillerien auch was Großes erwarten kann. Und ich meine, der Corey ist natürlich sensationell. Ne? Absolut. Dein Lieblingswhisky. Und bisher. Jetzt schauen wir mal, ob der Anor da mithalten kann. Das Besondere bei dem ist, er hat einen Finish zumindest in Sherryfässern erhalten. Mhm. Glaub, ne? Soweit ich weiß, ja. Also, Reifung in Ex-Bourbon-Fässern, wie ja für viele rauchige Whiskys traditionell üblich. Aber nochmal ein Finish in Sherryfässern. Und ich glaube, oder ich erwarte, oder ich weiß, weil wir ihn ja auch schon probiert haben, dass er eine gewisse weiche Seite noch zeigt. Und das soll ja so symbolisch, glaube ich, diese Felsen auch widerspiegeln. Schroffe Klippen, die aber abgerundet sind, witterungsbedingt. Und so soll dieser Whisky eigentlich auch sein. Schroff und maritim, wie Artback nun mal üblich. Und gleichzeitig aber eine weiche, sanfte Note. Ja, dann würde ich doch mal sagen, riechen wir mal rein, oder? Mhm, absolut. Probieren wir mal. Ich finde es ja immer ganz spannend. Mal gucken, ob man es hier auch findet. Es gibt ja immer so offizielle Tasting Notes von der Destillerie selber. Ah, hier steht es auch nochmal genau. In ausgekohlten Eichenfässern. Charred Oak Casks. Und zwar in einem PX Sherry. Ach nein, aber nicht nur ein Finish, sondern auch wirklich eine Reifung. Das heißt, es ist schon länger drin gelegen, hat also länger drin gelegen in Bourbonfässern und Sherryfässern. Und zwar die Pedro Jimenez Sherryfässer. Die sind ein bisschen fruchtiger. Süßer und fruchtiger als die normalen Oloroso Sherrys. Ich mag Whiskys super gerne, die aus PX. Der hat aber auch keine Jahresangabe, oder? Nein. Wie lange er drin war? Nein, nicht. Okay, aber ich kann auch keine Geschmack. Ach doch, hier sind Geschmackseindrücke. Okay, Smoky Power, sagen sie. Klar, rauche ich natürlich, wie für Artback üblich. Smooth Sweetness, also eine weiche Süße. Dunkle Schokolade. Ein bisschen Anis. Und Butterscotch. Black Pepper. Also schwarze Pfeffer, ein bisschen prickelnde Pfefferschärfe und so. Und ja, wir werden mal schauen, ob das so stimmt. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Ich bin gespannt. Also er riecht auf jeden Fall, finde ich, sehr weich. Für einen Artback. Ja, sehr. Sehr weich und süßlich auch. Hat eine schöne Süße in der Nase auch. Aber so eine ganz typische Artback-Rauchigkeit, ne? Ich glaube, Artback ist auch eine von den Destillerien, die so mit richtig viel ppm rauchen. Ich glaube, das Malz hat bei denen irgendwie so mindestens 50 ppm Rauch, was schon so an der oberen Grenze ist. Und ich finde, das riecht man auch. Also, aber direkt nach dem Rauch. Zitrus und Süße. Viel mehr? Ja. Viel mehr als bei den anderen? Ja. Stimmt. Also wirklich, wirklich Süße drin. Das habe ich zum Beispiel bei dem Corey nicht so gehabt. Nee. Das ist bestimmt der süßeste von allen von Outback. Ja, oder? Finde ich auch. Also es riecht gut. Riecht wirklich gut. Wir würden euch gerne mal so ein bisschen was rüber wehen lassen. Im Idealfall habt ihr ja selber ein Glas vor der Nase. Wenn nicht gleich den Anor, dann aber irgendeinen anderen Whisky. Aber auf jeden Fall ist es eine richtig schöne Süße. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Deutlich besser als die von 10er. Ja, das kann ich echt nicht vergleichen. Ich finde, der 10er riecht am rauchigsten von allen, aber im Abgang halt nicht so komplex wie die anderen. Ja? Der ist genau im Gegenteil. Der 10er ist ja fast so, schon rauchig, aber nicht so wirklich halt. Ich habe den 10er kürzlich mal auch mal wieder probiert und fand ihn ein bisschen simpel gestrickt, sagen wir mal so. Sehr rauchig, aber dann wenig Komplexität. Ja, absolut. Und dazu im Vergleich natürlich der Corey Reckon, der ja an Komplexität irgendwie unheimlich viel mitbringt. Und dann haben wir hier den, der nicht ganz so komplex ist wie der Corey, aber doch deutlich mehr bietet als der 10er. Ja, auf jeden Fall. Genau die andere Richtung halt. Ja. Preislich liegen wir übrigens bei dem irgendwo im Bereich
ich glaube zwischen 40 und 50 Euro. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Ich meine mich zu erinnern, so zwischen 40 und 50 bekommt man ihn. Er ist damit natürlich preislich doch ein Stück weit auch über dem Zehner, aber nicht so weit, dass man jetzt sagen würde, das kommt nicht mehr in Frage, sondern schon, wenn man die Wahl hat, würde ich mal sagen, zumindest von der Nase her, hat der die Naseform. Blödes Wortspiel. Ja. Stern. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, sehr gefällt lecker. Mir gut. Obwohl ich eigentlich die Rauchen halt bevorzuge, aber der ist rund. Ja, gut, ich meine, er hat ja Rauch. Ja, ja, natürlich. So ist es nicht, aber man kommt relativ schnell hinter den Rauch und stellt fest, da ist noch viel mehr. Mhm. Da ist deutlich noch was dahinter. Das ist ja beim Zehner nicht. Da hast du irgendwie nur das Rauch und Trockenheit hinterher im Abgang und so. Und der hat einfach diese Süße und diese Säure, schöne Balance dazwischen, Blutorange oder was immer das ist. Eine Zitrusfrucht, keine Ahnung. Die pfeffrige Schärfe vorne auf der Zunge. 46,6, einfach eine super Trinkstärke. Das für stimmt. mich optimal, für dich zu schwach. Für mich fängst du an. Fängst bei dir an, oder? Nein, natürlich nicht. Nee, aber im Ernst, oder? Doch, du magst es. Also ich meine, das finde ich eine schöne Trinkstärke, absolut. Aber ja. Mich stört es jetzt auch nicht, wenn es stärker ist. Beim Curry habe ich das Gefühl, dass du diesen extremen Alkohol halt nicht so, dass er nicht so penetrant ist in der Nase, dass er wirklich so auch trinken kannst. Ja. Aber es gibt auch welche, die super stark sind, auch die, ja, eher nach Aceton. Oder ja. So halt den ja. Alkohol richtig rausriechst. Das ist wahr und das ist auch was mir ja beim Curry unheimlich angenehm aufgefallen ist. Mhm. Obwohl der so hochprozentig ist, hast du nicht diese penetrante Alkoholnote drin. Mhm. Und die hast du hier aber auch nicht. Also die ist schön eingebunden. Ja. Ja. Es ist ein komplexes Ding, aber es ist zugänglich dabei. Mhm. Und von daher, ich habe meine Bewertung aufgeschrieben. Mhm. Wir können sie gleich mal in die Kamera halten. Überdenke. Wir haben ja, ich hatte es schon mal erzählt, ein Bewertungssystem hier im Whisky Club. Das geht von 0 bis 100, wobei ich sage, bei mir fangen die Whiskys eigentlich erst ab 75 an. Bei anderen Spirituosen oder anderen Drinks oder so könnte es auch mal theoretisch durchaus weiter runtergehen. Aber Whiskys ab 75, weil ich einfach ein Whisky-Fan bin und du ja auch. Und ich bin gespannt. Ich halte meine jetzt mal in die Kamera. Ich bin doch sehr begeistert von dem und denke, von all denen aus der Standard-Range ist es, glaube ich, der, den ich am ehesten wieder kaufen würde. Einfach, weil er bezahlbar ist und mir viel fürs Geld bietet. Und ich gebe ihm eine 91. Wow. Jetzt bin ich bei dir gespannt. Ich zeig's von hinten, Zettel. Also ich muss sagen, ich finde ihn toll. Er ist auch eher eben süßlich, man schmeckt auch den Rauch, aber ich finde dieses maritime, salzige vom Curry für mich halt immer noch wesentlich eher mein Ding. Das hat er nicht. Und du gibst? Ich gebe eine 78. Eine 78? Aber vielleicht auch ein bisschen mehr. Ne? Korrigieren wir. Du darfst nochmal korrigieren. Ja, korrigiere ich. 87,1. Nein, 78,1. 78? Nee, vielleicht ein klein bisschen mehr. Vielleicht ist es ein bisschen wenig, aber ich würde jetzt eher trotzdem zum Curry greifen. 78. Ich würde eher zum Curry greifen. Body ist hart. Oh. Also ich habe ja im Gegensatz zu was Curry? Du jetzt gerade erzählt hast, auch mit dem Rauchen angefangen. Daher ist das für mich so. Ja, das stimmt. Aber der Zehner, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, der ist eine Wucht im ersten Moment, aber der gibt einem nicht so viel. Und ich finde auch, gibt andere Whisky halt Preisverhältnis, die sogar bisschen niedriger sind, ein Lafroyken-Zehner, der mir fast mehr gibt als ein Artback-Zehner. Und Artback ist ja sowieso tendenziell etwas teurer. Ne? Ja, also, warum ist das so? Naja gut, ich meine, sie machen ein bisschen mehr Alkohol rein, ja, das stimmt natürlich. Schon. Aber ich glaube einfach auch, das ist bei denen Marketingstrategie. Also Artback ist einfach so Mercedes. Ne? Mhm. Das ist nicht irgendwie so eine Marke. Ja. Genau, nicht so ein Fiat Panda oder sowas oder irgendein Japaner, sondern es ist schon Mercedes und deswegen legen die schon die Preislatte ein bisschen höher an. Mhm. 78, ich muss. Okay, ich korrigiere. Ich muss schlucken, Leute. Soll ich es umdrehen? Weil du hättest ja dem Curry hättest du schon über 90 gegeben, glaube ich. Ne? Der ich ist weiß ja nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, du hast ihm damals über 90 gegeben. Was soll ich meinem Lieblingswhisky sonst geben? Ich finde es sowieso völlig Banane, weil es ist rein subjektiv. Ja, absolut. Und
ich habe so das Gefühl, dass bei dir die Range auch durchaus mal bei weiter unten anfängt, bei Whiskys, oder? Du könntest einem Whisky wahrscheinlich dann auch mal eine 50 geben, wenn du sagst, nee, oder? Dann ich ja sagen, ein Canadian bei, Club. Canadian, Canadian Club, boah. Den würde ich weniger als 50 geben. Im 30er-Bereich wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich irgendwo, noch, ne? Tiefer. Keine Ahnung. Canadian Club müssen wir mal probieren. Canadian Club müssen wir mal probieren. Nein, ich finde es gut. Ich finde es das super, ja, dass du das einfach auch anders definierst. Ja. Und ich bin sicher, dass du damit auch vielen Fans entgegenkommst, die einfach sagen, ey, hör mal, wieso machst du eigentlich von 0 bis 100, wenn du sowieso erst bei 75 anfängst? Mhm. In diesem Sinne finde ich gut, du legst die Skala einfach anders aus. Das ist dein Recht und das finde ich super. Da können wir auch ein bisschen drüber diskutieren. Auf jeden Fall, es ist ein schöner Whisky. Ich kann den bedenkenlos empfehlen. Und ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, bisschen weitergebracht. Gebt ihm mal eine Chance, wenn ihr rauchige Whiskys mögt. Anoa ist auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert. Und ich bin froh, dass Artback seine Standard-Range so ein bisschen vergrößert hat. Absolut. Ich glaube, das gibt halt noch einen anderen Geschmack von Artback, was man so noch nicht kennt. Genau. Wenn man es gerne ein bisschen süßer hat, aber doch, glaube ich. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst und bis bald. Ciao. Tschüss.